Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Valheim. Eine weitere Folge, in der wir heute den Bone Mass besiegen. Oh, falsche Richtung. Also hoffe ich, dass wir es besiegen und er nicht uns. Das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Die Rüben sind leider immer noch nicht fertig. Ich habe noch nachgepflanzt, aber bis die ausgewachsen sind, das dauert. Und bis wir dann einen Rübeneintopf machen. Ich denke, wir müssen es auch so hinbekommen. Wir brauchen auf jeden Fall hier Gift. Anti-Gift-Tränke, die haben wir ja schon. Und ich hätte gern noch einen großen Gesundheitstrank. Ich nehme jetzt mal davon 3 Stück mit. Da können wir eigentlich noch neue ansetzen. Metmischung gesund, 5 Blaubeeren und ich glaube, da fängt der Hamster an zu humpeln. Ja, die haben wir nicht. Ja, wird schon schief gehen. Kriegen wir schon hin. Wir haben genügend Pfeile, die wir aber nicht brauchen. Wir nehmen nämlich die Keule. Den eisernen Streitkolben nehmen wir. Wir nehmen das Schild. Wir ziehen den Helm an, bevor wir es vergessen. Und werden jetzt probieren, den Boss zu machen. Und ohne die Knochen brauche ich nicht den Boss machen. Wie viel braucht er denn? Ich weiß es nicht mehr. Wir probieren mal mit 12. Ich denke, das sind irgendwie 3 oder so, die man normalerweise braucht. Mal gucken, ob wir aufs Maul kriegen. Oder ob der Boss aufs Maul kriegt. Auch wenn ich gerne Rübensuppe hätte. Könnte das reichen. So, das Essen tickt. Alle 3 Sachen ticken, oder? Ja, das ist gut. Hör auf. Dann ziehen wir uns schon mal rein. Würstchen, das, das. Und lassen wir ein bisschen die Ausdauer tanken. Und jetzt probieren wir den Boss. Drückt mir die Daumen. So. Alles klar, wir bieten mal was an. Oh, 10 Knochen waren es. Alles klar. Da ist er. Oh, du bist aber hässlich. So, Ausdauer. Oh, hatte ich vergessen. So, ich wollte mal gucken, ob wir den zu den Loxen ziehen können. Ob die sich... Da kommt auf jeden Fall eine Mücke. Das ist natürlich gar nicht geil. Warte mal, die muss ich erst wegmachen. Hat der Bock mitzukommen? Ich glaube, der passt gar nicht durch die Bäume. Kann das sein? Kommst du hier hoch? Ah, der entfernt sich nicht von seinem... von seinem Punkt. Loxe, helf mir mal. Loxe. Hallo. Komm mal mit. Könnt ihr mal mitkommen? Könnt ihr bitte mal... Oh, shit. Könnt ihr mal bitte zu dem Knochenwanz mitkommen? Das ist noch ein Skelett. Kommt mal mit, Loxies. Wir kuscheln mal mit dem Boss. Oh, die Loxe kommen jetzt aber ziemlich weit. Ihr sollt gegeneinander kämpfen. So. Oh, aua. Nee, ich glaube, mein Plan geht nicht auf. Ich brauche noch ein bisschen. Oh, da kommt er mir entgegen. Boah, voll in die Gülle rein. Ich brauche noch ein bisschen Sekunden, bis das Gift nachlässt und ich vor allem den nächsten Gesundheitstrank reinschieben kann. Fuck, das Lox kommt ja richtig weit mit. Warum kämpft ihr nicht gegeneinander? Mein Plan war anders. Oh, oh Gott. Das ist nicht gut. Da hat das Lox mich weggeknabbert. Das war Mist. Okay, also die Idee war schlecht. Ich dachte, die kämpfen gegeneinander. Mist.
Naja, sowas nicht geplant. Die Kreaturen verbünden sich. Warte mal, ich muss mal ganz kurz Ausdauer abwarten. Shit. Da habe ich mir eher noch mehr aufgehalst, anstatt dass ich, da haben wir die Ausdauer, anstatt dass ich irgendwie dadurch einen Vorteil gehabt hätte. Oder es war, uiuiui, die Welt hat gespeichert. Ja, Loxo und Drolle bekämpfen sich, aber anscheinend die Sumpfviecher nicht. Oder weil sie halt hier an diesem Gebiet irgendwie zusammen sind oder so. Könnte ich mir vorstellen. Oh, der steht ja direkt vor der Tür. Damit habe ich nicht gerechnet. Scheiße, komme ich auch mal in Kram? Ja, muss. Oh fuck, da ist ein Plop. Oh nein, 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 nicht schon wieder. Oh, schnell mal rüber. Kurz mal ein bisschen. Oh Gott. Ganz kurz mal. Ich muss mich mal ganz kurz anziehen. Ganz kurz mal, dass wir ein bisschen Leben wieder haben. So, jetzt können wir da wieder ran. Boah, das war eine knappe Nummer. Das war auch maximal blöd gerade. Zerstört ihr mir gerade die Bude? Oh. Hä? Wo ist der denn hin? Hä? Wo ist der? Scheiße, steht er hier drin? Wo ist der Boss hin? Ist der despawned? Hä? Wo ist der hin? Der haut ab. Ah, jetzt. Feuerpfeile sind, glaube ich, ziemlich sinnlos. Okay, jetzt dran. So, wir kiten hier mal wieder hier rum. Das hat damals noch am besten funktioniert. Ich kann mich in seinem Schädel verstecken. So, wir haben wieder volle Ausdauer. Ein bisschen Leben brauche ich noch. Der sieht widerlich aus, ne? Wenn ihr überlegt, wie der früher aussah, der Klopsi hier. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts.
Na, junger Mann? So, unangenehm, der Typ, ne? So, ran da. Aua, hat er mir noch einen mitgegeben, war ich ein bisschen langsam. Ich muss mal mir angewöhnen, ein bisschen mehr Ausdauer zu, als Reserve da zu lassen. Na, ein bisschen Leben brauchen wir noch. Ich kann leider keinen Trank einwerfen. Noch 5 Sekunden, bevor der gesunde Met wieder möglich ist. Warte, ich habe im Nacken eine Mücke gehört. Das könnte nicht schwierig werden. So, jetzt müsste aber gehen. Den einen Schlag halte ich aus, wenn er mich trifft. Warten, bis er den Angriff gemacht hat. Genau, und jetzt hier entgegen. So, raus aus der Suppe. Bisschen Leben rein. Ja, also mit Loxen kämpfen hat nicht so ganz funktioniert. Aua, hau mich nicht. So, bei nächster Runde sollte es kein Thema sein. Vielleicht hätten wir Dach drüber bauen sollen, damit wir nicht die ganze Zeit nass sind. Komm, noch ein bisschen Leben bitte. Noch ein, zwei Ticks hätte ich gern. ...78 ist ein bisschen wenig. Da halte ich vielleicht einen Schlag nicht aus, wenn ich nicht rechtzeitig blocke. Aber das sieht cool aus, finde ich. Oh, es wird auch noch Nacht. Das ist kacke. Okay, ich muss jetzt ran da. Oh, jetzt wollte ich noch einmal rum, aber da habe ich gedacht, nee, komm, scheiß drauf. Nicht kaputt gehen, nicht kaputt gehen. Oh, ich dachte schon. Hallo, Hugin. Na? Schon Nacht geworden, ne? Ich habe so lange gekämpft. Da ist der Schlüssel. Nein, was kriegen wir? Doch nicht den Schlüssel. Die Wünschelrute haben wir bekommen. So, komm, wir verpieseln uns hier. Jetzt kann ich auch wieder für euch das Licht anziehen. Die Loxe beschweren sich, weil ich sie als Kampfhelfer missbraucht habe. Ach ja, habt ihr hier eigentlich die Hütte zerstört? Nö. Nö, nicht wirklich. Er hat ja einmal richtig da drin gestanden, ne, in der Hütte. Ach ja, haben wir doch geschafft. Ja, die Zeit der Sümpfe ist leider nicht vorbei, weil das Eisen, was wir noch brauchen, ist eine Menge.
Können wir natürlich hier alles noch mitholen. Was haben wir hier noch drin, was wir eventuell mitnehmen müssen? Das Boot lassen wir hier, das Eisen lassen wir hier, das ist alles fürs Boot, ne? Ja. Sieht cool aus, der neue Boss. Ich finde, der Baumeister sieht jetzt echt gut aus, und weil in der alten Version sah der halt aus wie hier der aus Ghostbusters. Irgendwie so ein bisschen. Das haben sie auf jeden Fall schön hinbekommen. So, einmal durchrepariert. Die Wünschelrute. Was haben wir hier? Die Knochenwanz-Trophäe. Das ist ja das, was wir als nächstes haben. Oh, wir haben eine Eisenspitzhacke bekommen. Plus 3 Eisenspitzhacken und eine Streitaxt. Wow. Was macht das für einen Schaden? Schlitzen 20, Blockwert 20, 70. Oh, das ist ja ein ordentliches Teil, zeig mal her. Ach so, ja, ein Zweihänder. Dann nix Schild, ist ja auch blöd. Naja. Aber ein lilanes Schild haben wir auch noch bekommen. Poison Damage Reduction von 14. Und 90% leichter. Was hat das für einen Blockwert? 60. Aber wenn wir das aufleveln, könnte das sogar besser sein, würde ich fast sagen. Also das Ding könnte sogar, wenn wir das hochleveln, könnte das besser sein als das Eisenschild. Block 17, 19, Piercing 15. Blitz-Damage, damit kannst du gut Eiktür bekämpfen. Boah, ist eine Axt hier, die schleift dir auf den Boden, wenn du es auf dem Rücken hängen hast. Alles klar. Gute Nacht. Stimmt. Die Regie sagt gerade, warum hat Bornmess keine Imps geworfen? Die hat er, glaube ich, am Anfang mal geworfen, da kamen nicht ein paar Blobs. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er Gnade gehabt, weil ich mich so doof angestellt habe. Gute Frage. So, dann würde ich sagen, wir wechseln mal das Schild, weil das andere Schild macht einen wirklich hart langsam. Wir hatten hier noch ein Einer-Schild. Ne, das ist ein Holzschild. Genau, ein Eisenschild hatten wir doch hier. Gelb. Was hatte das? Weightless und Stamina-Reduktion. Und das hier? Weniger Gewicht. Gut, 0,5 Gewicht. Was hat denn so ein normales Ding? Hä? 0,0? Ach, das war Weightless, ne? Ja, okay. 70 und das hat 60. Na gut, ist auf Level 3 auch. Das Level, das ist sehr... Ich glaube, ich lasse das Turmschild hier. Das macht einen einfach zu langsam. So, mit der Axt wollen wir auch nicht kämpfen. Aber die Eisenspitzhacke, die nehme ich natürlich gerne. Die würde ich gerne mitnehmen. Jo. Goodie. So. Lass ich mich ein bisschen... Hat nicht ganz so viel Reduktion. Was wollte ich? Genau, ich wollte in den Garten gucken. Was die Rüben sagen. Rübe gesund, Rübe gesund. Okay, sind auf jeden Fall noch nicht fertig gewachsen. Und hier sind nur ein paar Möhren fertig. Ich denke, wenn wir zurückkommen, könnten die alle fertig sein. Nehmen wir die schon mal raus, die schon fertig sind, und den Rest... Machen wir dann später. Ja, die sind noch nicht fertig. Und die Rüben sollten dann auch bald fertig sein. Das ist gut. Das ist gut. Dann geben wir die mal drinnen ab, hätte ich gesagt. Gut, dann lass uns mal die Trophäe aufhängen. Ich meine, die Trophäe hat halt keinen besonderen Wert, finde ich, weil schnell Holz fällen ist jetzt auch nicht so geil. Aber nichtsdestotrotz können wir die mal aufhängen. Einfach nach Süden, wa? Jo.
Ach, wir haben keine Eiktür. Dann rennen wir so. Wird schon gehen. So, das heißt, das nächste ist, dass wir in den Bergen uns umgucken müssen. Da habe ich schon eine Idee, wo das ist. Da können wir eigentlich mit dem Schiff mal losfahren. Dann können wir in dem Gebiet, wo wir gerade sind, vielleicht noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Dann fahren wir mit dem Schiff zurück. Nehmen das Eisen mit nach Hause. Ja. Nee, Moment. Stimmt, das Holzfällen war der zweite Boss, oder? Ja, richtig. Der dritte ist ja der beste, genau. Nee, der Bornmess war am besten. Das war ja der Reduktion von Schaden und so weiter. Das ist eigentlich der wichtigste. Den benutzt man eigentlich bis ins Late Game rein. Richtig, ich hab's verwechselt. War ja der uralte, mit dem man gut Holz fällen konnte. Ich hab's verwechselt. Na? Nee, ich bin nicht auf Jagd. Alles gut. Bleib ruhig. Ist das dein Ernst? So. I. Boah, das sieht ja übel aus. Das sieht aber richtig übel aus. Zum ersten Mal sieht die Trophäe wirklich widerlich aus. Okay. Krass. Guck mal, da wabert so richtig die Flüssigkeit in seinem Gesicht. Oder was ist das? Im Hintergrund hört er Marley schreien. Der findet den Boss auch widerlich. Guckt euch das mal an. Hier stecken überall die Knochen drin. Das Ding wabert noch und blubbert noch nach. Jesus. Oder halt auch nicht. Willst du einen Knutscher? Hier, guck mal an der Seite, sind hier komplette Gerippe. Okay, haben sie auf jeden Fall schön so ein Ding über dem Bett. Ja, wunderbar. Haben sie schön überarbeitet. War das nicht früher, dass dieser Kopf total klein war von dem Bornmess? Dass es gar nicht so ein riesen Flacken war? Ich glaube, in den Anfängen von dem Spiel war das so. Ekelhaft. Also, Loxe mitkämpfen, Ebene funktioniert nicht wirklich. Das war eine scheiß Idee. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen Eisen farmen drüben in der Ebene, in dem Sumpf, also wo oben die Schiffsreste sind sozusagen, wo wir auch gerade gekämpft haben. Und dann fahren wir nach Hause. Also wir haben ja hier, wo war es? Hier haben wir gekämpft. Dann nehmen wir das Eisen mit. Wir nehmen hier aus der Krypta noch das Eisen mit, was hier noch drin ist. Und ich meine, hier ist der Berg, wo wir hinwollen. Also hier, das müsste das Schneegebiet sein. Da können wir eigentlich die Basis hier von dem Sumpf als Basis nehmen, um da hochzukommen. Und dann brauchen wir keine zweite Basis machen. Und dann können wir da so ein bisschen Silber etc. besorgen. Mal gucken. Jetzt bringen wir erstmal den Kram nach Hause. Ja, das mit den Bosskämpfen, das habe ich wie gesagt alles abgebrochen. Ich habe jetzt mal die Config-Datei gelöscht von dem von der alten Epic Loot Mod. Da ist kein Boss aufgetaucht. Ich habe auch noch neue Bosskämpfe angenommen, aber da war trotzdem nichts mehr los. Also ich hoffe, dass sich das dann demnächst irgendwie erholen wird. Das Ganze. Gut. Alles klar. Dann lassen wir das Holz hier mal da. Spitzhacken. Ich würde auf jeden Fall gerne mehrere Spitzhacken mitschleppen. Damit wir nicht nachreparieren müssen. World Save in 30. Sehr schön. Marmelade haben wir keine mehr. Da bräuchten wir jetzt Blaubeeren. Ja gut.
Dann, wie viel haben wir denn? 10.18 Uhr und es regnet draußen. Das ist ja fantastisch. Dann gehen wir nochmal rüber und gucken da, dass wir in die erste Krypten gehen und reingehen. Haben wir den Schlüssel dabei? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, Schlüssel haben wir dabei. Sehr nice, aber den werde ich aber mal hier hinlegen. In die Reihe. Okay. Ich glaube, hier waren nämlich noch ein paar Krypten, meine ich. In dem Gebiet. Ich meine, hier waren doch welche. Hatte ich die nicht sogar markiert? Nee. Aber ich habe doch hier welche gesehen, oder? War das nicht das Gebiet? Gute Frage. Da ist noch eine. Hat man die schon leer geräumt? Und ich glaube, die war relativ leer hier, die eine Krypta. Da waren wir doch drin, oder? Ja, da ist offen. Und da hinten ist noch eine, ja. Schauen wir nochmal. Ich weiß nicht, inwieweit ich hier schon leer gemacht habe. Sackgasse. Ich glaube, die war aber leer. Hier ist leer. Hier kam man nicht durch, ich erinnere mich. Auch Sackgasse. Mensch, dass da mal so eine Treppe nach oben geht und dass das dann ein Bereich ist, wo man abbauen kann, würde ich auch gerne mal erleben. Oh, hi. So ein Trauger, der nimmt da noch ganz schnell mal das Leben. Warte mal. Würstchen, Dings. Ich nehme mal Fleisch rein. Oh, ich komme hier noch nicht durch. Schießt du mal? Ich war doch noch gar nicht so weit, du Arsch. Schieß. Mehr gibt's hier nicht. Das ist ja enttäuschend. Nee, die Krypta hat anscheinend nicht mehr zu bieten. Ah, das ist ja die sinnloseste Krypta, die ich bis jetzt leer räumen durfte. Da raus. Guti. Ich gehe mal ein bisschen farmen. Hier gibt es ja noch eine Krypta dahinter, habe ich gerade gesehen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Da ist noch eine, genau. Wollen wir nochmal gucken, ob ich hier noch ein bisschen Eisen rausholen kann. Und dann machen wir eine Hausefahrt, beziehungsweise eine Fahrt zu der Basis dahinter. Oh, das ist ein roter Blob. Ah, den machen wir jetzt zum Start der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.